Guten Morgen, lieber himmlischer Vater, im Namen Jesu Christi, komm ich nach dir und ich danke dir für deine Leben, für deine Güte, die besten wunderbaren Gott. Und ich bete, dass du uns redest und dass du uns helfst, und das Recht zu deinen Ehefans und Rechtschaffenen wird. Wir brauchen dich, Herr. Wir brauchen dich. Help uns, dass wir uns Leben, unsere Beziehung zu dir abrecht erhöhen. Und versteht im Namen Jesu. Amen. Prediger, Kapitel 10, Vers 10 sagt, wenn die Axt stumpf geworden ist, weil ihr Benutzer sie nicht geschliffen hat, muss er sich doppelt anstrengen. Der Kluge hält sein Werkzeug in Ordnung. Das wird kann sehr viel bedienen. Das ist ganz klar, wenn der Eidstamp geworden ist, dass er dann nicht so gut hakt und dass man dann doppelt so sehr sich anstrengen muss. Und wer mal gehakt hat, der weiß, dass er das ist. Wenn der Gerätschaft stamp ist, wenn der Baschmasser stamp ist, wenn der Axt stamp ist, dann hat man Dalla sich schwelen und der Arbeit geht langsamer. Aber was ist, wenn wir jetzt stamp geworden sind? Wenn unsere Beziehung mit Gott stamp geworden ist? Oder wenn unsere Beziehung in der Familie, in der Ehe stamp geworden ist? Wo schob wie dich? Wo frisch wie dich ab? Und ich glaube, das ist so wichtig. Dass wir uns Zeit nehmen, dem Gott unsere Beziehung abarbeiten. Dass wir uns abschwappen, bei Gott. Dass Gott uns Leben erneuert. Dass wir daran arbeiten. So viele Arbeit wie ein Schaufel, für Gott, aber Schaufel ohne Entwaschen. In der Amt zu kommen und ans jährliche Leben abzuarbeiten. Und darin versagt man sich vor. Wie macht denn Gott mit uns das ganze Leben, mit uns jährliche Leben, mit unseren Versagen, die macht er weich. Uns Leben macht wieder frisch, abgeschwappt, erneuert. Und da, wenn wir unsere Beziehung mit Gott abschwappen, erneuern, dann wird auch unsere Beziehung in der Ehe erneuert worden. Unsere Beziehung in der Familie erneuert worden. Ich glaube, das steht, wo man unsere jährliche Art schwappen hat. Das ist bei Gott im Gebet, das ist im Wort Gottes. Das ist eine Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater. Ich glaube, so viele riecht er sich durch im Leben mit einer Stampe Axt. Ihr Leben ist Stamp geworden. Das hat nicht mehr Schnitt. Und sie kommen mal mühsam voran im Leben. In alles, was sie denn nicht schwor. Nimm deine Pause. Und lass dein Leben im Gebet in dem Wort Gottes schwappen und fang frisch an. Herr, ich danke dir für dein Wort und ich bete, dass wir verstehen, wie du das meinst. Und dass wir wirklich unser Leben in dich bringen, dass du das weiter schwappen kannst, dass wir weiter brauchbarer werden, Herr. Das bete ich in Jesus' Namen. Amen. Ich wünsche dir einen schönen Tag.